Das Thema eine Suche, die sich lohnt. Und ich möchte einsteigen mit einem Lied, gedichtet von einer deutschen Fürstin, Eleonore von Reuss. Das Lied beginnt sie mit »Ich bin durch die Welt gegangen, ich habe die Menschen gesehen«. Und dann heißt es in der dritten Strophe, »Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück.« Diese Fürstin war eine tiefgläubige Frau. Und wie recht hat sie, wenn sie sagt, sie suchen, was sie nicht finden. Ihr Lieben, wie viele Menschen sind heute auf der Suche? Ich möchte fast sagen, die gesamte Menschheit sucht nach irgendetwas. Sie suchen, um diese innere Leere, dieses Vakuum im Herzen zu erfüllen. Viele suchen Glück und Erfüllung im Beruf, im Sport oder im Vergnügen. Sie suchen damit, diesen inneren Durst zu stillen. Aber wie viel sie auch aus diesen Quellen trinken, sie bleiben doch unbefriedigt. Andere suchen ihr Glück in der Liebe zu einem anderen Menschen. Und ich denke, das ist auch etwas Wunderbares, wenn es in den Ordnungen Gottes gelebt wird. Doch menschliche Liebe reicht niemals aus, um unsere innere Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit bleibend zu stillen. Dann gibt es Menschen, sie suchen die Antwort auf ihre Lebensfragen in den verschiedenen Religionen. Sie lesen den Koran, sie lesen buddhistische Bücher, den Talmud oder esoterische Literatur und dann versuchen sie, dadurch Frieden zu finden. Aber sie finden den Frieden nicht. Liebe, Ruhe, Frieden und ein erfülltes Leben finden wir nur durch das, was der Herr Jesus uns in der Bibel sagt. Kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch Ruhe geben. Matthäus 11, Vers 28 oder Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Und das ist dann auch das Ende jeder Suche. So schreibt es diese Fürstin am Schluss ihres Liedes, es ist eine Ruhe gefunden für alle, nah und fern in des Gotteslammes Wunden am Kreuze auf Golgatha. Bei mir war das vor bald 20 Jahren, an einem Juniabend 2004, wo ich gemerkt habe, ich brauche Jesus. Ich hatte einige Erklärungen bekommen, habe selber die Bibel angefangen zu lesen, habe immer wieder auch gebetet, Herr Jesus, wenn es dich gibt, bitte zeig dich mir. Und dann nach dem zweiten Treffen mit meinem damaligen Religionslehrer gab mir eine Schrift, ich soll die mal lesen. Da kam ich zur Erkenntnis der Sünde. Ich bin verloren. Und da war so ein Gebetsvorschlag, wie man sich für Jesus entscheiden kann. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und dadurch von dir getrennt bin. Und das schlug bei mir ein. Ich wusste, ich bin verloren. Und dann stand, bitte vergib mir meine Schuld und danke, dass meine Sünden vergeben sind, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Und dann der Satz, Herr Jesus, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und ich habe verstanden, er ist der Einzige, der wirklich weiß, was gut ist für mich. Und da konnte ich mich bekehren. Und das war der größte Abend meines Lebens. Der Herr hat mir neues Leben geschenkt. Und auch da war meine Suche nach Glück, nach Erfüllung beendet. Ja, wie geschieht so etwas? Darüber spricht die Bibel. Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Was ist das eigentlich? Ich möchte das mal so erklären, dass alle es gut verstehen können.
Bekehrung ist eher die menschliche Seite der Errettung. Wiedergeburt ist die göttliche Seite der Errettung. Bei der Wiedergeburt gibt der Mensch, bei der Bekehrung gibt der Mensch, bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünden, er bringt sie im Gebet Jesus Christus und er vergibt sie. Dann in einem zweiten Schritt lade ich Jesus Christus bewusst in mein Herz und Leben ein. Jesus kommt durch den Heiligen Geist in das Leben hinein. Der Mensch wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er wird ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Darf ich dich einmal an dieser Stelle fragen, hast du das erlebt? Kannst du berichten von einer Entscheidung, von einer Stunde, in der du so zu Jesus Christus gekommen bist? Hast du Heilsgewissheit? Kannst du sagen mit letzter Gewissheit, wenn ich heute sterben müsste, ich werde ganz sicher bei Jesus sein? Wenn nicht, komm doch heute. Ich lade dich ganz herzlich ein. Ich möchte dir im Anschluss im Seelsorgeraum nur einmal erklären, von der Bibel her, anhand einer Zeichnung, wie man sich bekehrt, wie man gerettet wird. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das kann dein größter Abend heute sein. Habe Mut, heute zu diesem Jesus zu kommen. Ja, es gibt eine Suche, die sich wirklich lohnt. Und von einem Mann, der auf der Suche war, möchte ich heute Abend aus der Bibel einen Text uns vorlesen. Aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Aber ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und gehe gegen Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welche über ihren ganzen Schatz gesetzt war, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und er zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Gehe hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und sprach: Verstehst du auch, was du liesest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung hingeführt und wie ein Lamm stumm vor seinem Scherer, so hat er seinen Mund nicht aufgetan. In seiner Erniedrigung ist sein Gericht aufgehoben. Wer wird aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und predigte ihm Jesus. Und als sie auf der Straße dahinzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich getauft werde? Philippus aber sprach: Glaubst du von ganzem Herzen, so darf es geschehen. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er hieß den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber heraufgestiegen waren aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn den Philippus hinweg, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Irgendwie sind alle Menschen auf der Suche. Erfüllung, innerer Friede, Glück und bleibende Freude suchen sie. Und jetzt lesen wir von diesem Mann. Er wusste, in Jerusalem betet man den lebendigen Gott an. Den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich habe mich gefragt, woher hat dieser Mann das gewusst? Wir wissen es nicht ganz genau, aber einige Jahrhunderte vorher ist eine Königin dieses Landes,
die Königin von Saba, nach Jerusalem gekommen. Als sie von dieser Weisheit des Königs Salomo gehört hat, die Gott ihm gab. Und sie kam und sie hat ihm viele Fragen gestellt. Und diese Frau war so fasziniert, dass sie angefangen hat, den lebendigen Gott anzubeten. Das können wir ableiten aus dem Neuen Testament, denn der Herr Jesus Christus sprach ebenfalls über diese Frau in Matthäus 12, Vers 42. Dort sagt er, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Das heißt, diese Frau hat einen Mitrichterauftrag. Und in der Bibel wird uns gezeigt, dass das nur erlöste, gläubige Menschen haben. Der Apostel Paulus sagte den Gläubigen in Korinth, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass ihr Engel, in Klammer Dämonen, richten werdet? Und noch einmal, Jesus sagt, dass diese Königin am Tage des Gerichts einen Mitrichterauftrag hat. Das bedeutet, diese Frau ist irgendwann zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen. Sie sagte bei ihrem Besuch in Jerusalem, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden, was der Salomo für eine Herrlichkeit hatte. Bei ihrem Besuch mag sie den lebendigen Gott kennengelernt haben. Und dann ging sie zurück in ihr Land und vielleicht sagte sie dort den Leuten, der Gott, der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ist der Gott Israels. Und so mag das Zeugnis in ihr Land gekommen sein und man hat dann das von Generation zu Generation weitererzählt und irgendwie hat es auch dieser Kämmerer erfahren. Ihr Lieben, dieser Mann hat alles gehabt, was sich ein Mensch nur wünschen kann. Ehre. Er war ein Finanzminister. Er hatte auch viel Geld. Wer konnte sich damals schon mit seinem Wagen eine Reise nach Jerusalem leisten? Das waren ungefähr 3000 Kilometer. Ja, was mag diesen Mann bewegt haben, nach Israel zu kommen? Ich komme noch mal zurück auf dieses Lied. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Dieser Mann war suchend. Und er hat gesagt, Geld spielt für mich keine Rolle. Ich muss den lebendigen Gott kennenlernen. Und noch mehr, wenn es einen lebendigen Gott gibt, dann will ich den Zugang zu ihm finden, dass ich Vater zu ihm sagen kann. Wie viele Menschen sagen heute, ich glaube auch an ein höheres Wesen. Ihr Lieben, das ist noch keine Zuwendung, noch keine Hinwendung zu Gott. Das ist noch kein Vater-Kind-Verhältnis. Dazu gehört mehr. Um den lebendigen Gott zu finden, muss man nicht zuerst Theologie studieren. Da darf man kommen, wie man ist. So sagt es Gott selber, wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen. Wenn er mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Jeremia 29, Verse 13 und 14. Also dieser Kämmerer hat irgendetwas gehört und das wiederum hat in ihm ein tiefes Verlangen geweckt. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Und jetzt kommt er nach Jerusalem und dann sieht er die Stadt. Ich denke, der war überglücklich. Er hat den Tempel gesehen, wo die Leute den lebendigen und wahren Gott angebetet haben. Der muss fasziniert gewesen sein. Und dann sieht er, wie da geopfert wurde, wie die Leute gesungen haben und so weiter. Vielleicht hat er die Priester gefragt, wie kann man diesen Gott kennenlernen? Aber die konnten ihm keine Antwort geben, keine helfende Antwort. Vielleicht haben sie gesagt, du musst gute Werke tun. Du musst das Gesetz halten. Aber das konnte dieser Mann nicht. Das schafft kein Mensch.
Und dann überlegt er, was kann ich tun? Und was macht er? Er kauft sich eine Jesaja-Rolle. Damals wurden die Schriften ja nicht wie Bücher gelesen, das kam erst viel später. Auf Pergament, auf Tierleder hat man geschrieben. Und da gab es Leute, die haben mit großer Sorgfalt die Schriften abgeschrieben. Ganze Bücher der Bibel. Und dann wurden sie teuer verkauft. Das dauerte ja lange, bis man den Propheten Jesaja abgeschrieben hatte. 66 Kapitel. In Qumran hat man 1947 eine 7,34 Meter lange Jesaja-Rolle gefunden. Und so eine Rolle, eine griechische Abschrift der Septuaginta, damals war Griechisch die Weltsprache, die muss sehr teuer gewesen sein. Aber dieser Kämmerer hat die Kosten nicht gescheut. Er hat sie gekauft, weil er Gott finden wollte. Weil er den Zugang zu Gott finden wollte. Weil er ein Vater-Kind-Verhältnis suchte. Und jetzt hatte er diese Rolle. Und meine Frage ist, war jetzt sein Suchen befriedigt? Nein. Die Priester konnten ihm keine Auskunft geben und sein Reichtum konnte ihn ja auch nicht glücklich machen. Wisst ihr warum? Weil man die Beziehung zu Gott nicht mit Geld kaufen kann. Es hat Zeiten gegeben, wo Priester durchs Land zogen, zur Zeit des Ablasshandels. Und dann haben sie gesagt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ihr Lieben, das war Betrug. Weil das nirgends in der Bibel steht, an keiner einzigen Stelle. Und Gottes Wort ist unfehlbar. Alle 66 Bücher des Alten und Neuen Testaments haben im Urtext die vollständig durch den Heiligen Geist inspirierte, fehlerlos, irrtumslos, zeitlos gültige für alle Menschen verbindliche Wahrheit des Wortes Gottes. Und wer sagt, die Bibel haben ja nur Menschen geschrieben und die Bibel ist nicht Gottes Wort, der wird nie zum Frieden mit Gott kommen. Und das war diesem Mann auch klar geworden. Die Priester konnten ihm nicht helfen. Vielleicht mag er gedacht haben, vielleicht finde ich in dieser Jesaja-Rolle zum Frieden. Und während er enttäuscht von Jerusalem wieder heimwärts gefahren ist, begann er in dieser Jesaja-Rolle zu lesen. Und wer den Propheten Jesaja einmal gelesen hat, der merkt, hier stehen wunderbare Wahrheiten drin. Zum Beispiel Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das mag er gelesen haben. Und er mag gedacht haben, von wem wird hier gesprochen? Und dann las er weiter und weiter und dann kommt er zu Jesaja 53, zum leidenden Gottesknecht. Und das, ihr Lieben, ist die Krone der Prophetie im Propheten Jesaja. Aber er verstand nichts und schaut, wie gut ist doch Gott. Er hat den Anfang schon gemacht. Er hat ein Suchen in diesem Mann bewirkt. Die Bibel sagt, keiner, kein Mensch ist da, der Gott sucht. Also keiner, der gläubig geworden ist, kann sagen, ich habe selber irgendwann angefangen, nach Gott zu suchen. Niemand von uns kam jemals auf diese Idee. Er hat den Anfang gemacht. Er hat sich auf die Suche nach uns gemacht aus lauter Liebe. Und ich denke manchmal und bin sehr dankbar darüber an meine Zeit damals, wie ich total aufgelöst war, keine Hoffnung mehr hatte, ein Scherbenhaufen in meinem Leben. Und ich mich dann gefragt habe, mit wem kann ich reden, der mir die Wahrheit sagt? Und dann kam der Gedanke, ein Gedanke vom Himmel. Geh zu ihm. Das war mein Religionslehrer. Ich habe es gestern schon erzählt. 16 Jahre
waren vergangen. Und der Geist Gottes erinnerte mich so deutlich an sein Zeugnis damals im Schulzimmer. Und ich wusste genau, in welchem Zimmer, wo der Mann gestanden hat und wie er Christus bezeugt hat. Das hat Gott gewirkt. Er hat mich gesucht. Ja, Gott selber ist es auch, der dann sein Werkzeug bereithält, wenn ein Mensch nach dem Sinn des Lebens sucht. Und jetzt begegnet der Herr dem Philippus. Und er sagt, steh auf. Ein Auftrag, ein Ziel. Geh nach Süden. Du musst diesen öden Weg nach Gaza gehen. Vers 26. Und man sagt, nach Gaza haben damals zwei Wege geführt. Der eine Weg war ein breiter Weg, eine Handelsstraße. Und dann gab es einen schmalen Weg, einen sehr öden Weg, der von wenigen Leuten damals benutzt wurde. Und Gott sagt, geh diesen öden Weg. Und Philippus, der Evangelist, war gehorsam und er ist gegangen. Und man sagt, dass diese beiden Wege sich irgendwann einmal gekreuzt haben, wo sie zusammengekommen sind. Da kam dieser öde Weg, dieser schmale Weg und dieser breite Weg zusammen. Und exakt an dieser Stelle haben sich die beiden getroffen. Philippus und dieser Wagen. Das war Präzisionsarbeit Gottes. Und er sagt, der Geist Gottes zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Hier ist ein Mensch, der braucht Hilfe, der nicht mehr weiter weiß. Haben wir solche Dinge schon einmal erlebt? Ich erinnere mich, das ist jetzt schon länger her, 2009, mein Vater hatte einen sehr schweren Mountainbike-Unfall. Er lag sehr schwer verletzt in einem Spezialkrankenhaus in Nottwil. Ich war zurzeit auf der Bibelschule und ich habe dann an einem Nachmittag konnte ich dann den Besuch machen. Wir hatten immer viele Aufgaben. Wir mussten einen Timotheus-Kommentar oder Titus-Kommentar zum Unterricht lesen. Und ich hatte dann in der Bibliothek einen Timotheus-Kommentar gesucht und die waren alle schon vergriffen. Dann habe ich einen Titus-Kommentar mit auf meine Reise genommen. Ich habe dann meinen Vater besucht und anschließend habe ich mich wieder auf den Heimweg gemacht. Und dann kam ich am Bahnhof an und der nächste Zug musste ich dann erreichen und vor meiner Nase ist dieser Zug bereits abgefahren. Und ich wusste sofort, okay, ja, vielleicht muss es so sein. Ich bin dann in den nächsten Zug eingestiegen, gab nochmal einen Zwischenhalt. Und da habe ich dann im Warteraum Platz genommen, habe meinen Titus-Kommentar in die Hand genommen und habe gelesen. Plötzlich spricht mich ein Mann an. Titus? Brief? Geht's da um die Bibel? Ja, da geht's um die Bibel. Darf ich mal ein paar Fragen stellen? Und wir kamen ins Gespräch. Und dann hatten wir den gleichen Weg, wir saßen im Zug und dann begann er zu erzählen. Ich bin so auf der Suche nach dem lebendigen Gott. Und irgendwie, ich komme einfach nicht weiter. Ich konnte ihm alles erklären. Dann an der Station, wo wir dann ausgestiegen sind, haben wir uns noch im Restaurant dort Kaffee getrunken, gemeinsam. Und anschließend durfte ich ihm anhand einer Zeichnung den Weg zu Jesus zeigen. Und dieser Mann hat ganz bewusst sein Leben Jesus Christus in dieser Stunde übergeben. Präzisionsarbeit Gottes. Wisst ihr, manchmal sind das Wege, die können wir auf den ersten Blick nicht so richtig verstehen. Und das wird auch für den Philippus sonderbar gewesen sein. Geh diese Straße, die nach Gaza führt. Und es mögen schon Tage vergangen sein. Und dann sagt der Geist Gottes ganz klar, schau mal, dieser Wagen, der hier ankommt, da ist ein Mann. Der braucht Hilfe. Und genau an dieser Stelle, wo er angekommen war, war die Rede vom Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Da war er ins Fragen gekommen. Von wem sagt das der Prophet? Von sich selber oder von einem anderen? Und das war der Punkt, wo der Philippus diesem Mann, diesem suchenden Mann, das Evangelium von Jesus Christus predigen darf.
Präzisionsarbeit Gottes. Philippus ist gerufen, diesem Kämmerer die Augen zu öffnen. Und wo wird er angefangen haben? Er wird ihm ganz klar gesagt haben, dass Jesus, der Messias, in Jerusalem gestorben ist. Dass ihn die Juden verworfen haben. Dass er das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt hinweggenommen hat. Und ihr Lieben, das ist die lebendige Hoffnung für jeden Suchenden. Und Gott lässt den Suchenden finden. Dem Aufrichtigen, steht in Sprüche 2, Vers 7, lässt er es gelingen. Er verstößt keinen, der wirklich sucht. Der Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist auch heute noch so. Und Gott möchte, ihr Lieben, dass wir alle zum lebendigen Glauben an ihn kommen. Ich könnte hier viele Berichte erzählen aus meinem Dienst, wie Menschen gekommen sind. Manchmal Männer, starke Männer, unter Tränen ihre Sünden Jesus bekannt haben und ihn aufgenommen haben. Und dann auf einmal mit großer Dankbarkeit Jesus gedankt haben für ihre Rettung. Und ihr Lieben, sollte noch jemand da sein heute Abend, der noch keinen Frieden hat mit diesem wunderbaren Gott, dann komm heute zu Jesus. Gestern kam ein junger Mann. Er ist heute auch hier. Und er hat mir gesagt, ich habe gemerkt, ich darf nicht mehr warten. Vielleicht hat der Herr ihm genau das gezeigt. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch so 2 bis 3 ganz deutliche Möglichkeiten bekommt, von Gottes Seite her. Und dass er sich dann auch entscheiden kann. Und der Jesus sagt in Lukas 13, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen, verloren gehen. In Johannes 3, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und ihr Lieben, der Tod legt den ewigen Zustand jedes Menschen fest. Dann sind die Würfel gefallen. Im Neuen Testament gibt es 260 Kapitel und an 234 Stellen sagt uns das Wort Gottes, dass es einen Ort der Verlorenheit gibt, der Verdammnis. Und es gibt kein Zurück mehr. Wer dort ankommt, in seinem verlorenen Zustand, der wird leiden, ewig leiden. Und es gibt keine zweite Chance. Wir müssen es einmal hier festgemacht haben, Buße getan haben, umkehren, zu Jesus Christus kommen, ihm die Sünden bekennen und ihn aufnehmen. Ich wünsche mir, dass auch heute Abend wieder Leute diese große Gelegenheit wahrnehmen und diese ausgestreckte Hand Jesu ergreifen. Denn auch heute Abend streckt er seine Hand aus. Und vielleicht sagt er dir heute, spürst du nicht, ich liebe dich so sehr. Komm, sag endlich ja. Ich gebe dir ein neues Leben, bleibendes Glück. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg, auf dem wir gerettet werden können. Und diesen einen Weg, den darf der Philippus diesem Kämmerer verkünden. Und Jesus selber hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und warum Jesus dieser einzige Weg ist, das steht eben so eindrücklich in Jesaja 53. Und da möchte ich mal ein paar Verse uns vorlesen, ab Vers 4. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden.
Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er hat seinen Mund nicht aufgetan. Diese Stelle hat der Kämmerer gelesen. Ja, wer ist dieses Lamm, das die Schuld der Welt wegnimmt? Übrigens, wenn man mit Juden über Jesaja 53 spricht, dann behaupten einige, dieser leidende Gottesknecht sei ihr Volk, Israel. Aber dann kann man zurückfragen, aber Vers 8, wer ist das? Dort steht, für die Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Das kann nicht Israel sein, sondern für die Übertretung Israels und für die Übertretungen der ganzen Welt ist einer gestorben. Und eigentlich wissen sie es. Es ist der Messias, der Retter und kommende Richter dieser Welt. Hier beim Kämmerer war das Problem ein anderes. Er hatte viel gelesen, aber er verstand überhaupt nichts. Und Philippus stellt ihm die Frage, verstehst du auch, was du liest? Vers 30. Und der Kämmerer war ein suchender Mensch und sagt, ja, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und ich stelle mir vor, wie der Philippus mit großer Freude den ganzen Ratschluss Gottes diesem Kämmerer verkündigt hat. Philippus wird ihm erklärt haben, der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ist der Gott Israels. Er wird auch von Sünde gesprochen haben. Er wird ihm ganz deutlich gesagt haben, was Sünde ist. Sünde ist Verbrechen gegen Gott. Und schon ein böser Gedanke ist Sünde. Und ihr Lieben, da müssen wir doch alle bekennen, was die Bibel sagt. In Römer 3, da ist keiner, der gerecht ist, nicht ein einziger. Römer 3, 23, alle haben gesündigt und sie sind ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. Und das muss diesem Kämmerer deutlich geworden sein. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Wer kann mich retten? Und dann wird Philippus ihm deutlich gemacht haben, der Sohn Gottes ist in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Und er wird ihm alle alttestamentliche Prophetie auf den kommenden Erlöser ausgelegt haben, auf diesen Jesus von Nazareth. In ihm hat sich das wortwörtlich erfüllt. Und er wird auch über das Kreuz gesprochen haben. Wie er damals an diesem Kreuz hing, furchtbar zugerichtet, Hände und Füße durchbohrt. Die Haut hing in Fetzen herab von der Geißelung. Er war blutüberströmt. Und wie er dann an diesem Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wie er später gesprochen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, was Jesus am Kreuz erlitten hat, ist das Brutalste, was Menschen je erfunden haben. Aber diese körperlichen Qualen, es war nicht das Schlimmste für Jesus Christus. Das Schlimmste war, er hing an diesem Kreuz und dann wurde die Sünde der ganzen Welt auf Jesus gekippt. Ein Mount Everest voll Schuld. Und weil Sünde von Gott trennt, musste der Vater sich abwenden von seinem Sohn. Und da hing er verlassen von Gott und Menschen. Und darum schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Philippus wird dem Kämmerer deutlich gemacht haben, auch wegen deiner Sünde musste Jesus sterben, damit du gerettet werden kannst, damit dir geholfen werden kann.
Er wird ihm das ganz deutlich vor Augen geführt haben. Und der Kämmerer hat zugehört. Und er hat es verstanden. Er hat gewusst, ich brauche Hilfe. Und ich bin überzeugt, Philippus wird ihm alles gesagt haben, was notwendig war. Den ganzen Ratschluss Gottes. Und er wird ihm gesagt haben, wenn du deine Sünden Jesus bekennst, wenn du ihm alles sagst und wenn du ihm dankst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dann kannst du gerettet werden. Dann schenkt Jesus dir Vergebung aller Sünden. Dann schenkt er dir seinen göttlichen Frieden. Und das hat dieser Kämmerer aufgesogen wie ein trockener Schwamm. Weil er suchend war. Weil er ein Vater-Kind-Verhältnis haben wollte. Und weil er ein Suchender war, ließ Gott sich finden. Und er wird ihm auch gesagt haben, wie der Herr Jesus befohlen hat, diejenigen, die an den Herrn glauben, getauft werden sollen, um vor der Himmelswelt und vor der sichtbaren Umgebung, vor den Menschen zu bezeugen, ich gehöre Jesus Christus. Und so spricht Philippus hier zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt, getauft zu werden. Und er antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das heißt, ich glaube, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um für mich zu sterben. Und ich weiß, dass ich durch sein Sterben, durch sein vergossenes Blut einen freien Zugang zum Himmel habe. Und dann lesen wir hier im Text, wie der Kämmerer sagt, siehe, da ist Wasser, ich will getauft werden. Und an dieser Stelle möchte ich etwas ganz deutlich sagen. Die Bibel sagt sehr deutlich, wer da glaubt und getauft wird. Die Bibel sagt nicht, wer da getauft ist und glaubt. Das wird heute sehr oft umgedreht. In Markus 16, Vers 16 steht, wer da glaubt und getauft wird. Also der Glaube an Jesus Christus ist die Voraussetzung, getauft zu werden. Und das kann ja ein Säugling definitiv nicht. Ja, ich möchte mal fragen, was bekennt denn der Mensch, der sich taufen lässt? Er bekennt vor der Himmelswelt und vor den Menschen, mein alter Mensch ist tot. Meine alte Gesinnung ist tot. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, ich bin mit Jesus gestorben und ich bin mit Jesus begraben. Und ich lebe jetzt in einem neuen Leben. Christus ist mein Leben. Ich gehöre ihm. Eigentlich ist die Taufe die Beerdigung des alten Menschen, der alten Gesinnung, des alten Ichs. Mehr oder weniger ist die Taufe nicht. Durch die Taufe wird man kein Gotteskind. Das muss man heute auch wieder deutlich sagen. Aber die Taufe ist die Bestätigung, dass ich ein Gotteskind bin. Und das wollte dieser Kämmerer. Das will ich jetzt vor dem ganzen Himmel bekennen, dass Jesus Christus mein Retter ist. Dass er meine Schuld ausgelöscht hat, Kraft seines Blutes. Mein Suchen ist zu Ende. Und er konnte einstimmen in ein Lied, welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und so stiegen sie hinab, Philippus taufte ihm, der Himmel war Zeuge und er bekennt, nicht mehr der alte Kämmerer lebt, sondern Christus lebt in mir. Und dann lesen wir, dass er voller Freude war, dass er seinen Weg freudig weiterzog. Und das erlebt jeder Mensch, der aufrichtig zu Jesus kommt. Und der Kämmerer hat es erlebt. Er wusste, ich bin begnadigt. Ich bin gerettet, ich gehöre dem lebendigen Gott. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Mir ist vergeben. Und ich bin mir sicher, der hat das auch daheim in seiner Heimat nachher bezeugt. Es gibt einen Weg zum Frieden mit dem lebendigen Gott. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Er ist das Lamm Gottes,
das für unsere Sünden in den Tod ging und wieder auferstanden ist. Er lebt und er ist erfahrbar. Und wer ihn annimmt, wird wiedergeboren, wird gerettet. Und ich wünsche, dass ihr jetzt zum Abschluss noch mal ganz gut hinhört. Die Bibel spricht von einer zweiten Geburt, ohne die wir nicht gerettet werden können. Sie spricht von Wiedergeburt. Über die zweite Geburt hat der zweite Tod keine Macht, steht in der Bibel. Offenbarung 20, Vers 14, der zweite Tod ist der Feuersee. Die Bibel spricht von Wiedergeburt. Und das ist wie bei einer natürlichen Geburt ein Akt, der einmal geschieht. Und dann ist es geschehen. Oder kann einer eine Predigt hören, er geht in die Seelsorge, bekehrt sich und ist errettet. Sein Leben ist neu. Das gibt es. Dass Menschen das zum ersten Mal hören und im Glauben zu Jesus kommen. Es gibt selten, aber es gibt es. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die hören viele Predigten, rechte Botschaften und sie kommen doch nicht zur Entscheidung. Sie gehen wieder nach Hause, aber das Wort Gottes wirkt weiter. Man könnte sagen, die Wehen haben eingesetzt. Vielleicht manche schlaflose Nacht, beginnt die Bibel zu lesen, geht wieder in eine Veranstaltung und dann hört er wieder diese Botschaft vom gekreuzigten Auferstandenen. Und er weiß haargenau, das, was da gepredigt wird, das ist die Wahrheit. Und jetzt auf einmal nimmt er allen Mut zusammen, er geht in die Seelsorge, es kommt zum Durchbruch und sein Leben ist neu. Ich möchte heute einladen zu dieser Entscheidung. Ich denke, auch heute Abend sind einige Menschen da, die wissen vielleicht vieles, aber dieser Durchbruch, diese neue Geburt fehlt ihnen. Sie haben keine Heilsgewissheit. Es gibt sogar Menschen, die gehen jahrelang in eine Gemeinde, versuchen irgendwie ein religiöses Leben zu führen. Ihr Lieben, das reicht nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Und das ist heute diese ganz große Gelegenheit. Es gibt eine Suche, die sich lohnt. Die Antwort auf all unsere Sehnsüchte, auf all unser Verlangen nach echtem Leben und bleibendem Glück finden wir einzig und allein in Jesus Christus. Er ist das ewige Leben in Person. Und ich bitte dich heute Abend, lieber Mann, wenn du noch nicht bekehrt bist, komm heute. Wage diesen Schritt über die Grenze. Jesus wartet auf dich. Und ich lade die Frauen ein. Frauen sind manchmal mutiger, wenn es um solche Entscheidungen geht. Wenn du noch keinen Frieden mit Gott hast, komm doch heute. Jesus will dich reich machen. Er will dich reich beschenken. Auch die jungen Leute lade ich ein. Die Kinder, die Jugendlichen, kommt doch heute zu diesem Jesus. Jesus sagt, nötiget sie, hineinzukommen. Es gibt ein zu spät. Paulus sagt, wir bitten um Christi statt. Lasset euch versöhnen mit Gott. Wir wollen jetzt ein Lied hören, wir werden dazu aufstehen. Während diesem Lied ist diese Möglichkeit, einfach aus der Reihe oder von der Empore herunterzukommen und hier im vorderen Bereich sich hinzustellen. So mit dem Blick nach vorne, um damit zum Ausdruck zu geben, ich will, ich brauche diesen Jesus. Ein Vater-Kind-Verhältnis, das möchte ich.